ein bewaffneter Taxiüberfall, dokumentiert von einer Überwachungskamera. Links Martin H., 19. Seit der Kindheit in Obhut von Sozialarbeitern, Gerichten und Gefängnissen. Doch das verhinderte nicht, dass er immer wieder straffällig wurde. In dieser Nacht, vorläufiger Höhepunkt in Martins krimineller Karriere, die Pistole am Hals des Taxifahrers. Der Überfallene hupt in Todesangst, während der Täter entkommt, diesmal ohne Beute. Bis heute leidet Taxifahrer Gerd-Peter Bandermann. Opfer von Jugendgewalt erleben oft herbe Einschnitte. Laut wird der Ruf in der Gesellschaft nach mehr Sicherheit und nach härteren Strafen. Das war extrem. Also sofort, als ich die Pistole gesehen habe, habe ich so ein schlechtes Gefühl im Bauch gehabt, wie als kleines Kind beim Arzt oder so. Ja, so. Vielleicht kennen Sie das auch. Jedenfalls, das bin ich auch wochenlang nicht losgeworden. Also ich konnte nur noch kleine Happen essen, als wenn ich Magengeschwüre habe. Ich würde den Glas hart ins Arbeitslager stecken und dann wird er das lernen. Wenn er anderen Leuten Schaden zufügt, ich meine, ich habe ja auch Spätfolgen und meine ganze Familie hat jetzt umso mehr Angst. Das Urteil Monate später, 3 Jahre Jugendhaft. Bis zum Strafantritt bleibt Taxiräuber Martin auf freiem Fuß. Das ist nicht unüblich. In einem Polizeiabschnitt in Berlin-Neukölln muss er sich 2-mal wöchentlich melden. Das Gericht sieht keine Fluchtgefahr, trotz seines langen Strafregisters. Meine Idee ist so, dass ich deswegen außer Kontrolle bin, weil ich nie bei meiner Familie war. Immer Pflegefamilie und Heime. Ich habe früher eigentlich nur Scheiße gebaut, um Aufmerksamkeit zu erregen, damit ich beachtet wurde. Und das habe ich auch gut hingekriegt. Und jetzt? Jetzt brauche ich nicht mehr, jetzt habe ich meine Aufmerksamkeit. Keine krummen Sachen mehr. Ein Versprechen, das Martin bisher nie einzulösen vermochte. Jugendstrafanstalt Berlin. Die Mauer um den Zellentrakt, der Martins Zuhause war und bald auch wieder sein wird. Hier muss er demnächst die Haft antreten. Strafe, die laut Gesetz nicht vergelten soll, sondern erziehen. Doch den 19-Jährigen schreckt Gefängnis wenig. Bereits zum 4. Mal wurde er zu einer Jugendstrafe verurteilt. Es lässt mich kalt aus dem einfachen Grunde, da ich war schon mal hier, ich kenne die Regeln, ich weiß, wie ich mich hier drin zu verhalten habe. Mich lässt noch aus einem anderen Grund kalt, weil ja, seit meinem 7. Lebensjahr war ich sozusagen eingeschlossen. Ich hatte nie irgendwie die Chance gehabt, wirklich frei zu sein. Das stört mich nicht weiter. Martins Ruhm eilt ihm voraus. Schmalzbubi rufen sie ihn. Den Gangsternamen gab ihm eine Zeitung. Was ist los, Oma? Schmalzbubi! Schmalzbubi! Ramadan, du lebst ja immer noch. Hast du Strafe bekommen? Ja, 3 Jahre. Deine toten Hurensohn. Gefängnis soll erziehen? Was macht das? Wie sieht das wirklich aus? Erziehen, das ist übertrieben. Erstens kann dieses Gefängnis überhaupt nicht erziehen, weil dafür zu wenig Beamten da sind. Und so gut wie immer nur Einschluss ist, das ist ja keine Erziehung, Einschluss. Anzusperren ist keine Erziehung. Also jeder, der hier reinkommt, kommt doppelt so schlimm wieder raus. Jugendhaft, die schärfste Waffe des Jugendstrafrechts. Bisweilen eine stumpfe Waffe. Und eine zweischneidige zugleich. Ein neuer Sport in Berlins Problemkiezen. Die Handykamera als Waffe. Bilder, die Opfer noch demütigen, wenn ihre körperlichen Wunden längst verheilt sind. Gewalt nicht um einer Brieftasche oder eines Handys willen, sondern zum Zeitvertreib. Spaßgesellschaft ganz unten. Weil die Polizei nach ihnen sucht, Bedingung für diese Aufnahmen, die Schläger bleiben unerkannt. Was ist der Kick dabei? Ja, was gucken wir uns die an und dann machen wir einfach. Was ist der Kick dabei? Wenn ich mich ganz annehmen will,
Der kriegt das 100-mal nochmal zu spüren. 100-mal, die gehört der Unterschlag 100-mal. Ich wissen, Sie sind die Stärkste aus ganz Berlin. Rede, was sinnvoll ist, aber rede nicht. Gewalt als Gruppenerlebnis für das Wir-Gefühl, um sich stark und wichtig zu fühlen. Doch selbst in der eigenen Clique sind die Videos umstritten. Ach, die wollen sich nur cool zeigen, die wollen Mädchen oder so bestimmt zeigen. Deswegen, die machen das. Ja. Man soll seine Gewalt für sich behalten, nicht auf dem Video haben. Warum was hat man davon? Irgendwann bereut man das doch, wenn man eingeschlagen hat. Das sind die Leute, weil die nichts zu tun haben. Das sind die Leute, weil die immer überall draußen rumhocken. Irgendwann sind die langweilig, die platzen und dann passiert sowas. Aber das ist nicht richtig. Wir treffen die Clique wieder. Jugendliche zumeist arabischer Abstammung aus dem Berliner Stadtteil Neukölln. Ihr Kiez geprägt von Armut, Arbeitslosigkeit, alltäglicher Gewalt, aber auch von Kreativität. Ich rappe für diesen Platz, das ist Rollbergbezirk und das ist unsere Straße, Leute stressen. Ich mach keine Faxen, sag euch eins, scheiß auf die Bullen, jeder kriegt einen Platzverweis und muss weg. Wer hierher kommt, kommt direkt in den Knast. Doch ich scheiß drauf, Bullen sind die Spasten, ich bin besser als der Rest und ich fuck dich ab. Sieh mich an, ich bau den Beat, man nennt mich Shibo und hab Weiber lieb und so. Elektroschocker, Waffen, die nicht nur Statussymbole sind. Messer, mit denen sie sich verteidigen müssen, wie sie sagen. Also ich verteidige mich mit Fäusten, aber falls derjenige was sieht... Jeder von uns hat bestimmt 2-3 Messerstiche schon abbekommen. Yeah. Deswegen ziehen wir das ich auch. Hier in den Rücken, soll ich meine Narbe zeigen? Auf einmal mit echter Waffe, er hat einmal mit einem Schwert auf seinen Kopf. Mach mal deinen Kopf runter, hier. Hier ist eine Narbe, warte. Nee, guck mal, wie ist am besten hier, guck mal. Siehst du das? Ja. Hier, okay, siehst du das irgendwo? Zeig ihm deine Hand, wo einer dich ein Herz stechen wollte. Platzverbot auf dem Teil der Straße, den die Wohnungsgesellschaft ihr eigen nennt. Und Hausverbot im Jugendclub. Geächtete im eigenen Kiez. Woher kommt das, die Gewalt? Hast du eine Erklärung? Ich weiß nicht, Hass gegen die Jugendlichen. Kann sein deswegen. Hast du auch Hass? Ob ich Hass habe? Oder wirst du gehasst? Was meinst du? Weiß ich nicht. Wir werden alle hier gehasst. Ich habe einen Platzverweis, wo ich aufgewachsen bin. Und vielleicht einen lebenslangen Platzverweis. Nur wegen angeblich Gewalt, dass ich die Mieter hier bedrohe und so, wurde damals gesagt. Aber das stimmt gar nicht. Ja, mein Traum ist, Berufsboxer zu werden. Noch ein anderer Traum? Nein. Was soll man anderes hier kriegen? Fast alle standen sie schon vor Gericht. Mehrere saßen hinter Gittern. Zwei, die es trotz allem geschafft haben. Rapstar Bushido links, der als Jugendlicher selbst in Haft saß, und Immobilienmakler Arafat. Das sind eigentlich ziemlich gute Jungs. Wenn sie eine Chance haben, dann nehmen sie die auch wahr. Und wenn sie keine Chance haben, na klar, passiert eben Unfug. Also du musst auf jeden Fall dann auch aufstehen und auch dafür arbeiten. Aber das Schwierige ist halt so, wenn du halt an den Punkt kommst, so, wo du gar keine Chance hast, da reinzukommen. Wie in Frankreich, weißt du? Die Jugendlichen, die haben da alles angezündet, so, weil dann scheißen die drauf, dann zünden die das einfach an. Und so leicht ist sowieso gar nichts. Also bei mir, so, ich habe wirklich Glück und dafür muss man sich auch jeden Tag bedanken, weißt du, dass es einem gut geht. Bushido als Jugendlicher selbst im Strudel von Drogen, Gewalt und Knast. Nun stürmt er die Hitlisten, wenngleich umstritten wegen der Gewaltbotschaften in seinen Songs und Videos. Kampfflugzeuge jagen junge Einwanderer in Berlin. Sinnbild für eine Umwelt, die viele von ihnen als feindlich empfinden. Er predigt nicht Gewalt, sagt Bushido, er spiegelt sie nur. Sein jüngstes Video, diesmal Polizei auf der Jagd. Gewalt als Popkultur, Lebensgefühl einer Parallelgesellschaft. Zum Schluss obsiegt die Gewalt über den Rechtsstaat. Vom Rande der Gesellschaft nun steil auf dem Weg nach oben. Ein Künstler und Geschäftsmann. Bei einer internationalen Plattenfirma unter Vertrag mit eigenen Geschäftsräumen in einer Kreuzberger Fabriketage. Viele Jugendliche aus Einwandererfamilien zählen zu seinen Fans, aber auch rechtsextreme Skinheads. Man darf diese Leute, egal ob es jetzt Ausländer oder Glatzen sind, nicht das Gefühl geben, dass sie nicht dazugehören. Weil je länger die Gesellschaft Kriminellen oder halt einfach Andersdenkenden das Gefühl gibt, irgendwie nicht dazuzugehören, sehen diese Gruppierungen keinen Sinn darin, irgendwie mitzumachen. Folge? Folge, die leben nach ihren eigenen Gesetzen.
Nie wieder, wieder im Bau, nie wieder auch nur eine Minute in Einzelhaft. Nie wieder arbeiten gehen von 1 bis 8. Ich werd jetzt von 1 bis 8, was keiner schafft. Ich werd vom Heimkind zum Rapstar in einer Nacht. Und nie wieder, wieder im Bau, nie wieder auch nur eine Minute in Einzelhaft. Nie wieder arbeiten gehen von 1 bis 8. Ich mach jetzt von 1 bis 8, was keiner schafft. Ich werd vom Heimkind zum Rapstar in einer Nacht. Ich bin auch ohne meinen Vater aufgewachsen, ne? Meine Mutter war immer so cool mit mir, aber ich selber hatte irgendwie nie so jemanden gehabt, der irgendwie mir mal so gesagt hat, pass auf, so und so läuft's halt. Ich habe halt immer alles alleine gemacht und halt dann mit meinen Freunden zusammen. Und plötzlich war ich in so einem Heim und mein Meister, der meine Ausbildung praktisch so geleitet hat, ja, hat uns dann irgendwie um 10 vor 6 in die Werkstatt so gescheucht irgendwie, weißt du, damit wir da irgendwie auch pünktlich sind. Um 7 Uhr fing dann das Arbeiten an. Und nie wieder, wieder im Bau, nie wieder auch nur eine Minute in Einzelhaft. Am Anfang war das voll ätzend, weil du konntest nicht aufstehen, du konntest nicht einschlafen und so. Aber nach 3, 4, 5, 6 Monaten hast du dich daran gewöhnt und plötzlich nach 3 Jahren ausgebildet, plötzlich. Du bist pünktlich geworden, du weißt, was es heißt, mit Leuten Termine zu vereinbaren und so. Also das hat mich auf jeden Fall aus diesem Sumpf, in dem ich da irgendwann mal drin war, auf jeden Fall rausgeholt. Wenn die Lehrer dir erzählen, dass du gar nichts bist, fängst du an, ihnen zu glauben, dass du gar nichts bist. Du wurdest als Mensch ernst genommen, du wurdest als Person gefordert und man hat von dir auch verlangt, dass du dich halt auch einbringst. Und das ist was ganz anderes als im Knast. Im Knast sitzt du deine Zeit ab so. So, du weißt genau, du bist da, weil du ein Arsch bist, auf jeden Fall erstmal. Egal ob schuldig oder nicht schuldig. Und ja, mehr als irgendwie rumsitzen und irgendwie mit anderen Knastis rumhängen, kannst du im Knast eh nicht machen. Weißt du? Los! Jugendliche ernst nehmen, indem man sie fordert, von ihnen verlangt, sich einzubringen. Und das möglichst früh, bevor sich Gewaltkarrieren verfestigen. Gruppenspiele, die Achtung vor anderen vermitteln. Vertrauen und Selbstvertrauen. Ein Anti-Gewalt-Training in Spandau. Die Jungs sind gerade 14. Ich habe Körperverletzungen bekommen. Schwere Körperverletzung. Seine Rippe war 5 cm eingedrückt. Scheiße. Und was ist jetzt anders? Was lernst Kannst du mal welche erzählen, dass du jemanden... Na, meine, aggressiv anders umzusetzen. Liegestütze fürs zu spät kommen. Nach Jahrzehnten der Kuschelpädagogik die Wiederentdeckung von Ordnung und Disziplin. Die Jungen zumeist von Schulen, Jugendämtern oder Richtern zur Teilnahme verpflichtet. Strenge Regeln. Allwöchentlich nehmen die Antigewalttrainer Christiane Spieß und Oliver Lück die Beichte ab. Ja, ich bin ausgerastet. Ich habe die beiden geschubst und ihnen eine Bombe gegeben. Was heißt Bombe? Richtiges. Ja, beschreib es. Was hast du genau gemacht? Schlagen. Ja, zeig's an deinem Gesicht. Ja, so. Mhm. Dann der eine ist runtergefallen. Auf einmal sind 2, 3 Lehrer gekommen. Einer hat Lehrer gerufen. Mhm. Haben mich festgehalten, ich bin richtig ausgerastet. Und du warst derjenige, der Ärger gekriegt hat. Du hast Stress gekriegt. Mhm. Kennst du die Situation, oder? Mhm. Was heißt das? Damit dir genau das nicht wieder passiert? Ey, du musst vorher aussteigen. Vorher. Irgendwann müsst ihr kotzen. Müsst ihr kotzen. Wenn ihr seht, dass Gewalt passiert. Wenn man dich so anguckt dabei, dann hat man das Gefühl, das macht Spaß, ist Lust dabei. Gutes Feeling, super. Wenn einem hier Blut rausläuft, findest du super, ja? Ich musste lachen. Oh, erklär mir, warum. Ich weiß nicht, was ich aussage. Bist du wirklich so ein Wurm? Nein, ich hab ihn noch nicht gesagt. Bist du wirklich so ein kleines, mieses Würmchen, was es nötig hat, seine Minderwertigkeitskomplexe damit klarzukriegen? Weil dann landest du ganz schnell im Knast. Und nur weil irgendwelche Typen dich provozieren. Der springende Punkt ist, schau mich bitte an dabei. Der springende Punkt ist, dass du es erzählst und lachst. Ja, ich fände es zum Lachen. Okay. Die anderen bitte. Nachhilfe für ein kleines Einmaleins des Zusammenlebens. Reden statt schlagen. Was müssen deine Eltern da machen? Was wäre dein Wunsch? Ich weiß nicht. Wie könnten sie dich unterstützen? Keine Ahnung. Müssten sie konsequenter sein? Mit dir anders umgehen? Ja, sie sollen etwas strenger sein zu mir. Also das heißt, als Unterstützung würdest du sagen, ey, Leute, seid einfach mal ein bisschen strenger zu mir. Ja. Aber auf eine anständige Art und Weise. Ja. Das hören wir immer wieder, dass Eltern Probleme haben, selbst wenn Regeln aufgestellt werden, im Nachhinein konsequent zu sein, wenn eine Regel gebrochen wird, wenn eine Grenze überschritten wird, diese auch mit Konsequenzen zu belegen. Und dann die Kraft und die Energie aufzubringen,
konsequent zu handeln. Ihr Kind zu konfrontieren mit dem, was es an Regelübertretung getan hat. Und das passiert ganz, ganz selten. Und die Jungs fordern es selber ein. Die wünschen sich das. Es hat natürlich auch damit zu tun, also mit dem Wunsch zu tun, von Kindern und Jugendlichen zu wissen, es interessiert mich, was du machst. Also es hat mit Zuwendung zu tun. Zuwendung gegen Gewaltkriminalität. Bis zu 60% Erfolgsquote messen begleitende Untersuchungen. Vorher war ich sehr aggressiv. Und ja, also jetzt legt sich das mit der Zeit, weil ich ja auch hier neue Mitmenschen gefunden habe auch, die mich auch respektieren und akzeptieren. Und ja, kaum Aggression mehr, eigentlich gar keine. Eine ältere Gruppe, 16- bis 18-Jährige, allesamt wegen schwerer Gewalttaten verurteilt und nur für eine kurze Frist auf freiem Fuß. Wenn sie den Kurs durchhalten, so hoffen sie, werden ihre Strafen zur Bewährung ausgesetzt. Handfeste Vorteile zählen hier mehr als Zuwendung. Also ganz ehrlich, ich denke davon, das ist große Scheiße, weil die Pädagogen, die mit uns reden, das sind Leute, die haben alles in ihren Büchern gelesen über uns und so, wie die mit uns umgehen sollen, was die uns beibringen sollen. Die haben das halt alles in Büchern gelesen, die haben überhaupt gar keine Ahnung. Wenn jemand zu dir kommt, so, musst du dich auch wehren und so, weil wenn du es nicht machst, dann kommen die Leute immer wieder zu dir so und dann bist du sowas für die wie eine Marionette. So. Ich bin in Kreuzberg geboren, bis zu meinem 7. Lebensjahr habe ich nicht mal einen Deutschen gesehen, obwohl ich hier in Berlin geboren bin und die ersten 7 Jahre am Stück auch hier geblieben bin. Ich habe nicht mal einen Deutschen gesehen. So. Das ist halt alles komisch. Und dann kommen hier so eine Betreuer irgendwann, nachdem Gewalt für dich das Normalste auf der Welt ist. Dein Vater hat Gewalt gemacht, deine Onkels machen Gewalt. Wieder ein Gruppenspiel. Spießruten laufen. Gewalt nicht nur alltäglicher Kick. In vielen Milieus ist sie längst verfestigter Alltagskultur. Du Hund! Stinkst du, wenn sie verpissen, Junge? Missgeburt, Alter! Ich meine, wenn alle deine Freunde im Gefängnis sind oder saßen oder du selber drin saßt schon und rauskommst, Angst direkt vor Gefängnis ganz sicher nicht. Ein Rechtsstaat, der in manchen Milieus kaum noch Eindruck macht. Bilder, die für Aufsehen sorgten, festgehalten von der Überwachungskamera vor einer Berliner Diskothek. Mit Schlagstöcken muss sich das Personal einer Gruppe Messerstecher erwehren. Seit diese Bilder bekannt wurden, kümmert sich eine Spezialabteilung der Staatsanwaltschaft um rund 370 sogenannte Intensivtäter in Berlin. 8 von 10 stammen aus Einwandererfamilien. Zunehmende Abschottung ganzer Milieus beobachtet das Landeskriminalamt. Ermittler einer Spezialabteilung gegen organisierte Kriminalität. Ihr Ziel in dieser Nacht, die Türen von Diskotheken, Brennpunkte von Jugendgewalt, zugleich Anlaufstellen für Drogen- und Schutzgeldbanden. Diese jugendlichen Gewalttäter sind für uns der Nachwuchs im Bereich der organisierten Kriminalität. Sie sucht sich Leute, die bereit sind, Gewaltinkassoaufträge anzunehmen. Und dafür braucht man halt besonders rücksichtslose und möglichst junge Täter, da ihre Gewalttaten mit relativ geringen Straferwartungen verbunden sind. Diese Nacht vergleichsweise ruhig. Nur eine eher harmlose Schlägerei betrunkener Jugendlicher. Dennoch, die Großstadt, permanente Versuchung für junge Gewalttäter. Raus aus dem Kiez, die Grundidee eines mittlerweile 10 Jahre alten Pilotprojekts gegen Jugendkriminalität. Rund 100 Kilometer von Berlin entfernt, kurz vor der polnischen Grenze. Frostenwalde. Vorübergehende Heimat für jugendliche Intensivtäter aus Berlin und Brandenburg. Kein Stacheldraht. Weglaufen lohnt nicht in der uckermärkischen Weite. Ferienlager oder Arbeitslager? Ein bisschen hat das von Experten hochgelobte Heim von beidem. Vor allem ist es Alternative zur Untersuchungshaft, die ohnehin nicht jeden Jungen schreckt. Allesamt sind sie schwerster Taten angeklagt und warten auf ein rechtskräftiges Urteil. Auch Ali aus Berlin-Schöneberg, rechts, 14. Eine Art Jungchampion der Intensivtäter. Was hast du ausgefressen? Ja, das ist das Übliche, wie immer jeder Jugendliche. Ein paar Straftaten, Diebstahl und so. Nur das Übliche? Rund 60 Ermittlungsverfahren wurden gegen ihn eingeleitet.
zuletzt wegen 9 bewaffneter Überfälle auf Berliner Drogeriemärkte mit jeweils mehreren 1000 Euro Beute. Mutmaßlich war Ali der Chef der Gang. Hilft es dir, von Schöneberg weg zu sein? Ja, hilft 100%. 100%. Warum? Weil, hier mache ich keine Scheiße und da habe ich ja nur Scheiße gemacht. Meist monatelange Verfahren bis zu einem Urteil. Für Jugendliche eine Ewigkeit, in der sich Gewaltkarrieren oft noch verfestigen. Zeit, die hier genutzt werden soll. So bei Pierre aus Cottbus. In seinem ersten Prozess geriet er vor einen eher laschen Jugendrichter. Danach startete er so richtig durch auf der schiefen Bahn. Denn einen rechtzeitigen Schuss vor den Bug bekam er nicht. War eigentlich langweiliges Urteil, sagen wir es mal so. Weil ein Aufsatz schreiben mit 30 Sätzen über das Waffengesetz wegen unerlaubten Waffenbesitz war auch noch. Ist eigentlich kein Ding gewesen. Und 30 Arbeitsstunden hat man schnell abgeklappert. Im E-Monat. Das heißt, es schreckt einen nicht? Nicht besonders. Und hier beeindruckt dich das? Das ist, weil hier die Konsequenzen sind. Konsequenzen und strenge Regeln bestimmen den Tag. 6 Uhr morgens. Ein regelrechter Kulturschock für die in ihren Familien meist verwahrlosten Jungen. Regelmäßig früh aufstehen. Betreuer Hans Martin weckt seine Gruppe. Stehst dann auf, ne? Einer ist ja schon unten, der den Küchendienst gemacht und haben wir hier nur noch. Das frühe Aufstehen. Ernste Herausforderung für sonst so hartgesottene Jungs. Wird das Schlaf heute? Nee. Alter, nein. Naja, die müssen ja ein bisschen an strukturierten Tagesablauf gewöhnt werden. Und sagen wir so, dass es mit der erste Schritt ist in der Selbstständigkeit. Vom Gewalttäter zum Küchenjungen. Ein fest eingeteilter Dienst versorgt die Gruppe. Jeder ist mal dran. Wer verpennt, ist der Nächste auf dem Dienstplan. Erst wenn alle da sind, wird gefrühstückt. Viele lernen erstmals im Leben, Verantwortung zu übernehmen. Für sich selbst und für andere. Der rechtsextreme Schläger auch für den dunkelhäutigen Serieneinbrecher. Früher hatte sich kaum jemand um sie gekümmert. Nun steht ihnen ein Tag voller Pflichten bevor. Der 17-jährige Bastian. Als Skinhead außer Rand und Band. 18 Anklagen gegen ihn türmten sich im Laufe eines Jahres, sagt er. Dann war das Maß wohl voll. Ich habe einen Linken verprügelt. Mit einem Baseballschläger 38 cm lang. Eine 5 cm lange Platzwunde, 2 Wirbelbrüche. Man konnte ihn auf die Schädeldecke gucken. Die Schädeldecke war aufgeplatzt. Und hochgeklappt. Das war es eigentlich dann. In Untersuchungshaft lag er nur auf der faulen Haut, sagt Bastian. In Frostenwalde müsse er sich auseinandersetzen mit seiner Tat. Härter als Knast, sagt er. Trotzdem will er nicht zurück. Auch so ein bisschen Familienersatz. Na, so eine Familie, die man nie hatte, so. Dass einer sich um ihn kümmert, aufpasst wenigstens, seine Wege macht. Aber das ist doch eine sehr strenge Familie. Aber da lernt man mit seinen Problemen umzugehen. Jetzt in Deutsch, Englisch und Kunstraum. Max wartet auf seinen Prozess und drückt dabei die Schulbank. Eigentlich alles, was Sie sehen, ist von den Schülern und zum Teil auch von der Lehrerin gemacht. Also die Kuscheltiere selbst ausgestopft, alle dies und das. Gewalttäter, die nun Kuscheltiere basteln in der hauseigenen Schule. Vorbereiten auf ein straffreies Leben heißt auch, so Betreuer Burkhard Fleischmann, vorbereiten auf eine harte Wirklichkeit, irgendwann wieder in Freiheit. Wir bringen ihnen bei, wie wertvoll so manche Dinge sind, weil sie das selbst auch manchmal arbeiten müssen. Ich sag mal, wenn sie eine Tür zerschlagen, dann lassen wir ihnen die Tür wieder selbst heil machen. Sie spüren also, sie merken in der Praxis, eigentlich wie schwer es ist, eine Tür zu operieren. Aber wenn sie es dann gemacht haben, dann achten sie auf das, was sie getan haben. Und ich denke, so auf diese Basis kommen sie dann auch zur Erkenntnis. Und die Erkenntnis ist dann, ich haue die Tür zum Beispiel nicht mehr. Derweil quält Betreuer Wolfgang Oppelt mit Theorie.
So, könnt ihr euch was darunter etwas vorstellen? Soziale Konfliktlösungsstrategien. Immer im Hinterkopf, was wir bisher erarbeitet haben. Pädagogen-Chinesisch. Von den Jung sachkundig übersetzt. Nicht immer gleich zuschlagen oder mal reden oder so. Richtig. Einfache Lehren gegen Gewaltkriminalität, wo Familien und Schulen schlichtweg versagten. Es ist nie zu spät, nein. Man darf den Mut nicht aufgeben, man muss um jeden mit jedem Jugendlichen kämpfen. Aber machen muss erst dann. Martin! Ein Junge, der es damals nicht gemacht hat. Taxiräuber Martin vor knapp 3 Jahren, damals gerade 17 geworden. Eine komplett vermurkste Jugend war in wenigen Monaten nicht zu kitten, so sein Betreuer von damals. Von Frostenwalde aus ging es direkt in den Knast und dann weiter auf der schiefen Bahn. In wenigen Tagen muss Martin erneut in Haft. Er löst seine Wohnung auf, entsorgt die Zeitungen mit den Tatfotos. Reine machen will er auch im Kopf. Wir vermitteln ein Treffen mit seinem Opfer, Taxifahrer Bandermann, der ihm eigentlich Arbeitslager wünscht. Da wäre sicherlich ein bisschen Härte angebracht, ja. Hier habe ich auf dem Parkplatz gestanden, ja. Und genau hier ist ja alles hell erleuchtet hier, wa? Und da sagt er, ob er erst abdrücken soll. Dann habe ich gesagt, wenn du der Meinung bist, dann musst du das tun. Und dann hat er mir die auch noch am Hals gehalten, die Pistole. Aber das habe ich schon ja nicht mehr so richtig registriert. Taxiräuber Martin. Auch er hatte Interesse an dem Treffen signalisiert. Nun fällt ihm die Begegnung am Tatort schwer. Eine Begegnung zwischen Täter und Opfer. Bisweilen verlangt das der Jugendrichter auch aus erzieherischen Gründen. Er kommt gleich. Können wir das woanders machen? Ginge das? Können wir das woanders machen? Na, erstmal guten Tag. Nee, so. Die Tage waren vorher besser, die Katte. Wie soll ich das zum Ausdruck bringen, dass es mir leid tut? Nur wenn ich irgendwie in irgendeiner Sache helfen kann, sag dann Bescheid. Du sollst mir helfen. Du hilfst nur, indem Sache. Du alle Kollegen in Zukunft in Ruhe lässt. Also. Das ist bloß ein Vorschlag. Wenn Sie mal irgendwie Hilfe brauchen, sagen Sie Bescheid. Versuchen, einen vernünftigen Weg einzuschlagen, dass dein Leben auch irgendwann mal einen richtigen Sinn hat. Und dann wäre das schon was. Mhm. Dann hilfst du allen. Der ganzen Gesellschaft hilfst du denn. So ein Treffen kann das helfen, einem Opfer. Also, ich denke schon, ja. Könnte schon helfen. Dann hat man wenigstens mal drüber gesprochen. Und wenn die Tat auch nicht wieder wegzumachen geht, aber okay. Das ist schon besser so. Das ist angenehm, ja. Ist okay. Vorläufiges Happy End? Nach Ende der Dreharbeiten möchte der Taxifahrer den Taxiräuber sogar noch einmal sprechen. Ja, Wandermann nochmal. Ja, Herr Wandermann. Fragen Sie mal nach dem Sternzeichen. Was ist denn Sternzeichen? Wassermann. Das bin ich ja auch, das kann ja nicht sein. Na, ich könnte wetten, du bist ein Zwilling. Mit zwei verschiedenen Gesichtern. Nein. Ich bin mit Leib und Seele Wassermann. Aha, das sind eigentlich gute Menschen. Na, so eine Familie, die man nie hatte, so. Dass einer sich um ihn kümmert, aufpasst wenigstens, seine Wege macht. Aber das ist doch eine sehr strenge Familie. Aber da lernt man mit seinen Problemen umzugehen. Jetzt in Deutsch, Englisch und Kunstraum. Max wartet auf seinen Prozess und drückt dabei die Schulbank. Eigentlich alles, was Sie sehen, ist von den Schülern und zum Teil auch von der Lehrerin gemacht. Also die Kuscheltiere selbst ausgestopft, alle dies und das. Gewalttäter, die nun Kuscheltiere basteln in der hauseigenen Schule. Vorbereiten auf ein straffreies Leben heißt auch, so Betreuer Burkhard Fleischmann, vorbereiten auf eine harte Wirklichkeit, irgendwann wieder in Freiheit.
wir bringen ihnen bei, wie wertvoll so manche Dinge sind, weil sie das selbst auch manchmal arbeiten müssen. Ich sag mal, wenn sie eine Tür zerschlagen, dann lassen wir ihnen die Tür wieder selbst heil machen. Sie spüren also, sie merken in der Praxis eigentlich, wie schwer es ist, eine Tür zu operieren. Aber wenn sie es dann gemacht haben, dann achten sie auf das, was sie getan haben. Und ich denke, so auf diese Basis kommen sie dann auch zur Erkenntnis. Und die Erkenntnis ist dann, ich haue die Tür zum Beispiel nicht mehr. Derweil quält Betreuer Wolfgang Oppelt mit Theorie. So, könnt ihr euch was darunter etwas vorstellen? Soziale Konfliktlösungsstrategien. Immer im Hinterkopf, was wir bisher erarbeitet haben. Pädagogen-Chinesisch. Von den Jungen sachkundig übersetzt. Nicht immer gleich zuschlagen, sondern mal reden oder so. Richtig. Einfache Lehren gegen Gewaltkriminalität. Wo Familien und Schulen schlichtweg versagten. Es ist nie zu spät, nein. Man darf den Mut nicht aufgeben. Man muss um jeden mit jedem Jugendlichen kämpfen. Aber machen muss erst dann. Martin! Ein Junge, der es damals nicht gemacht hat. Taxiräuber Martin vor knapp 3 Jahren, damals gerade 17 geworden. Eine komplett vermurkste Jugend war in wenigen Monaten nicht zu kitten, so sein Betreuer von damals. Von Frostenwalde aus ging's direkt in den Knast und dann weiter auf der schiefen Bahn. In wenigen Tagen muss Martin erneut in Haft. Er löst seine Wohnung auf, entsorgt die Zeitungen mit den Tatfotos. Reine machen will er auch im Kopf. Wir vermitteln ein Treffen mit seinem Opfer, Taxifahrer Bandermann, der ihm eigentlich Arbeitslager wünscht. Da wäre sicherlich ein bisschen Härte angebracht, ja. Hier habe ich auf dem Parkplatz gestanden, ja. Und genau hier ist ja alles hell erleuchtet hier, wa? Und da sagt er, ob er erst abdrücken. Ich sag mal, wenn sie eine Tür zerschlagen, dann lassen wir ihnen die Tür wieder selbst heil machen. Sie spüren also, sie merken in der Praxis eigentlich, wie schwer es ist, eine Tür zu operieren. Aber wenn sie es dann gemacht haben, dann achten sie auf das, was sie getan haben. Und ich denke, so auf diese Basis kommen sie dann auch zur Erkenntnis. Und die Erkenntnis ist dann, ich haue die Tür zum Beispiel nicht mehr. Derweil quält Betreuer Wolfgang Oppelt mit Theorie. So, könnt ihr euch was darunter etwas vorstellen? Soziale Konfliktlösungsstrategien. Immer im Hinterkopf, was wir bisher erarbeitet haben. Pädagogen-Chinesisch. Von den Jungen sachkundig übersetzt. Nicht immer gleich zuschlagen, sondern mal reden oder so. Richtig. Einfache Lehren gegen Gewaltkriminalität, wo Familien und Schulen schlichtweg versagten. Es ist nie zu spät, nein. Man darf den Mut nicht aufgeben, man muss um jeden mit jedem Jugendlichen kämpfen. Aber machen muss erst dann. Martin! Ein Junge, der es damals nicht gemacht hat. Taxiräuber Martin vor knapp 3 Jahren, damals gerade 17 geworden. Eine komplett vermurkste Jugend war in wenigen Monaten nicht zu kitten, so sein Betreuer von damals. Von Frostenwalde aus ging's direkt in den Knast. Und dann weiter auf der schiefen Bahn. In wenigen Tagen muss Martin erneut in Haft. Er löst seine Wohnung auf, entsorgt die Zeitungen mit den Tatfotos. Reine machen will er auch im Kopf. Wir vermitteln ein Treffen mit seinem Opfer, Taxifahrer Bandermann, der ihm eigentlich Arbeitslager wünscht. Da wäre sicherlich ein bisschen Härte angebracht, ja. Hier habe ich auf dem Parkplatz gestanden, ja. Und genau hier ist ja alles hell erleuchtet hier, wa? Und da sagt er, ob er erst abdrücken soll. Dann habe ich gesagt, wenn du der Meinung bist, dann musst du das tun. Und dann hat er mir die auch noch am Hals gehalten, die Pistole. Aber das habe ich schon ja nicht mehr so richtig registriert. Taxiräuber Martin. Auch er hatte Interesse an dem Treffen signalisiert. Nun fällt ihm die Begegnung am Tatort schwer. Eine Begegnung zwischen Täter und Opfer. Bisweilen verlangt das der Jugendrichter auch aus erzieherischen Gründen. Er kommt gleich. Ja. Können wir das woanders machen? Ginge das? Bitte? Können wir das woanders machen? Na, erstmal guten Tag. Nee, du. Die Tage waren vorher besser, die Karte. Wie soll ich das zum Ausdruck bringen, dass es mir leid tut?
Aber wenn ich irgendwie in irgendeiner Sache helfen kann, sag dann Bescheid. Du sollst mir ja helfen. Du hilfst nur, indem du... Es sind zwei, drei Lehrer gekommen. Einer hat Lehrer gerufen. Mhm. Haben mich festgehalten, ich bin richtig ausgerastet. Und du warst derjenige, der Ärger gekriegt hat. Du hast Stress gekriegt. Mhm. Kennst du die Situation, oder? Mhm. Was heißt das? Damit dir genau das nicht wieder passiert? Ey, du musst vorher aussteigen. Vorher. Irgendwann müsst ihr kotzen. Wenn ihr seht, dass Gewalt passiert. Wenn man dich so anguckt dabei, dann hat man das Gefühl, das macht Spaß, ist Lust dabei. Gutes Feeling, super. Wenn einem hier Blut rausläuft, findest du super, ja? Ich musste lachen. Erklär mir, warum. Ich weiß nicht, was ich aussage. Bist du wirklich so ein Wurm? Nein, ich hab ihn noch nicht gesagt. Bist du wirklich so ein kleines, mieses Würmchen, was es nötig hat, seine Minderwertigkeitskomplexe damit klarzukriegen? Weil dann landest du ganz schnell im Knast. Und nur weil irgendwelche Typen dich provozieren. Der springende Punkt ist, schau mich bitte an dabei. Der springende Punkt ist, dass du es erzählst und lachst. Ja, ich fände es zum Lachen. Okay. Die anderen bitte. Nachhilfe für ein kleines Einmaleins des Zusammenlebens. Reden statt schlagen. Was müssen deine Eltern da machen? Was wäre dein Wunsch? Ich weiß nicht. Wie könnten sie dich unterstützen? Keine Ahnung. Müssten sie konsequenter sein? Mit dir anders umgehen? Ja, sie sollen etwas strenger sein zu mir. Also das heißt, als Unterstützung würdest du sagen, ey, Leute, seid einfach mal ein bisschen strenger zu mir. Ja. Aber auf eine anständige Art und Weise. Ja. Das hören wir immer wieder, dass Eltern Probleme haben, selbst wenn Regeln aufgestellt werden, im Nachhinein konsequent zu sein. Wenn eine Regel gebrochen wird, wenn eine Grenze überschritten wird, diese auch mit Konsequenzen zu belegen. Und dann die Kraft und die Energie aufzubringen, konsequent zu handeln. Ihr Kind zu konfrontieren mit dem, was es an Regelübertretung getan hat. Und das passiert ganz, ganz selten. Und die Jungs fordern es selber ein. Die wünschen sich das. Es hat natürlich auch damit zu tun, also mit dem Wunsch zu tun, von Kindern und Jugendlichen zu wissen, es interessiert mich, was du machst. Also es hat mit Zuwendung zu tun. Zuwendung gegen Gewaltkriminalität. Bis zu 60% Erfolgsquote messen begleitende Untersuchungen. Vorher war ich sehr aggressiv und ja, also jetzt legt sich das mit der Zeit, weil ich ja auch hier neue Mitmenschen gefunden habe auch, die mich auch respektieren und akzeptieren. Stehe mein Ding. Und ja, kaum Aggression mehr, eigentlich gar kein. Wird das scharf heute? Alter, nein. Naja, die müssen ja ein bisschen an strukturierten Tagesablauf gewöhnt werden. Und sag mal so, dass es mit der erste Schritt ist in der Selbstständigkeit. Vom Gewalttäter zum Küchenjungen. Ein fest eingeteilter Dienst versorgt die Gruppe. Jeder ist mal dran. Wer verpennt, ist der Nächste auf dem Dienstplan. Erst wenn alle da sind, wird gefrühstückt. Viele lernen erstmals im Leben, Verantwortung zu übernehmen. Für sich selbst und für andere. Der rechtsextreme Schläger auch für den dunkelhäutigen Serieneinbrecher. Früher hatte sich kaum jemand um sie gekümmert. Nun steht ihnen ein Tag voller Pflichten bevor. Der 17-jährige Bastian. Als Skinhead außer Rand und Band. 18 Anklagen gegen ihn türmten sich im Laufe eines Jahres, sagt er. Dann war das Maß wohl voll. Ich habe einen Linken verprügelt. Mit dem Baseballschläger 38 cm lang. Eine 5 cm lange Platzwunde, zwei Wirbelbrüche. Man konnte ihn auf die Schädeldecke gucken. Die Schädeldecke war aufgeplatzt. Und hochgeklappt. Das war es eigentlich dann. In Untersuchungshaft lag er nur auf der faulen Haut, sagt Bastian. In Frostenwalde müsse er sich auseinandersetzen mit seiner Tat. Härter als Knast, sagt er. Trotzdem will er nicht zurück. Auch so ein bisschen Familienersatz. Na, so eine Familie, die man nie hatte, so. Dass einer sich um ihn kümmert, aufpasst wenigstens, seine Wege macht,
Aber das ist doch eine sehr strenge Familie. Aber da lernt man mit seinen Problemen umzugehen. Jetzt in Deutsch, Englisch und Kunstraum. Max wartet auf seinen Prozess und drückt dabei die Schulbank. Eigentlich alles, was Sie sehen, ist von den Schülern und zum Teil auch von der Lehrerin gemacht. Also die Kuscheltiere selbst ausgestopft, alle dies und das. Gewalttäter, die nun Kuscheltiere basteln in der hauseigenen Schule. Vorbereiten auf ein straffreies Leben heißt auch, so Betreuer Burkhard Fleischmann, vorbereiten auf eine harte Wirklichkeit, irgendwann wieder in Freiheit. Wir bringen ihnen bei, wie wertvoll so manche Dinge sind, weil sie das selbst auch manchmal arbeiten müssen. Ich sag mal, wenn sie eine Tür zerschlagen, dann lassen wir ihnen die Tür wieder selbst heil machen. Sie spüren also, sie merken in der Praxis eigentlich, wie schwer es ist, eine Tür zu operieren. Aber wenn sie es dann gemacht haben, dann achten sie auf das, was sie getan haben. Und ich denke, so auf diese Basis kommen sie dann auch zur Erkenntnis. Und die Erkenntnis ist dann, ich haue die Tür zum Beispiel. Gefängnis wenig. Bereits zum vierten Mal wurde er zu einer Jugendstrafe verurteilt. Es lässt mich kalt aus dem einfachen Grunde, da ich war schon mal hier, ich kenne die Regeln, ich weiß, wie ich mich hier drin zu verhalten habe. Mich lässt noch aus einem anderen Grund kalt, weil ja, seit meinem dritten Lebensjahr war ich sozusagen eingeschlossen. Ich hatte nie irgendwie Chance gehabt, wirklich frei zu sein. Das stört mich nicht weiter. Martins Ruhm eilt ihm voraus. Schmalzbubi rufen sie ihn. Den Gangsternamen gab ihm eine Zeitung. Was los, Oma? Schmalzbubi! Ramadan, du lebst ja immer noch. Hast du Strafe bekommen? Ja, 3 Jahre. Deine Toten rufen, Sohn. Gefängnis soll erziehen? Was macht das? Wie sieht das wirklich aus? Ja, erziehen, das ist übertrieben. Erstens kann dieses Gefängnis überhaupt nicht erziehen, weil dafür zu wenig Beamten da sind. Und so gut wie immer nur Einschluss ist, das ist ja keine Erziehung, Einschluss. Einzusperren ist keine Erziehung. Also jeder, der hier reinkommt, kommt doppelt so schlimm wieder raus. Jugendhaft, die schärfste Waffe des Jugendstrafrechts. Bisweilen eine stumpfe Waffe und eine zweischneidige zugleich. Ein neuer Sport in Berlins Problemkiezen. Die Handykamera als Waffe. Bilder, die Opfer noch demütigen, wenn ihre körperlichen Wunden längst verheilt sind. Gewalt nicht um einer Brieftasche oder eines Handys willen, sondern zum Zeitvertreib. Spaßgesellschaft ganz unten. Weil die Polizei nach ihnen sucht, Bedingung für diese Aufnahmen. Die Schläger bleiben unerkannt. Was ist der Kick dabei? Ja, was ist der Kick dabei? Was ist der Kick dabei? Gewalt als Gruppenerlebnis für das Wir-Gefühl, um sich stark und wichtig zu fühlen. Doch selbst in der eigenen Clique sind die Videos umstritten. Ach, die wollen ein bisschen cool sein, die wollen Mädchen oder so ein bisschen zeigen. Deswegen, die machen das. Hm. Man soll seine Gewalt für sich behalten, nicht auf dem Video haben. Warum? Was hat man davon? Irgendwann bereut man das doch, wenn man eingeschlagen hat. Das sind die Leute, weil die nichts zu tun haben. Das sind die Leute, weil die immer überall draußen rumhocken. Irgendwann sind die langweilig, die platzen und dann passiert sowas. Aber das ist nicht richtig. Wir treffen die Clique wieder. Wo einer dich ein Herz stechen wollte. Platzverbot auf dem Teil der Straße, den die Wohnungsgesellschaft ihr eigen nennt. Und Hausverbot im Jugendclub. Geächtete im eigenen Kiez. Woher kommt das, die Gewalt? Das ist eine Erklärung. Ich weiß nicht, Hass gegen die Jugendlichen. Kann sein deswegen. Hast du auch Hass? Ob ich Hass habe? Oder wirst du gehasst? Was meinst du? Weiß ich nicht. Wir werden alle hier gehasst. Ich habe einen Platzverweis, wo ich aufgewachsen bin. Und vielleicht einen lebenslangen Platzverweis. Nur wegen angeblich Gewalt, dass ich die Mieter hier bedrohe und so, wurde damals gesagt. Aber das stimmt gar nicht. Ja, mein Traum ist, Berufsboxer zu werden. Noch ein anderer Traum? Nein. Was soll man anderes hier kriegen? Fast alle standen sie schon vor Gericht. Mehrere saßen hinter Gittern. Zwei, die es trotz allem geschafft haben,
Rapstar Bushido links, der als Jugendlicher selbst in Haft saß, und Immobilienmakler Arafat. Das sind eigentlich ziemlich gute Jungs. Wenn sie eine Chance haben, dann nehmen sie die auch wahr. Und wenn sie keine Chance haben, na klar, passiert eben Unfug. Also du musst auf jeden Fall dann auch aufstehen und auch dafür arbeiten. Aber das Schwierige ist halt so, wenn du halt an den Punkt kommst, so, wo du gar keine Chance hast, da reinzukommen, wie in Frankreich, weißt du? Die Jugendlichen, die haben da alles angezündet, so, weil dann scheißen die drauf, dann zünden die das einfach an. Und so leicht ist sowieso gar nichts. Also bei mir, so, ich habe wirklich Glück und dafür muss man sich auch jeden Tag bedanken, weißt du, dass es einem gut geht. Bushido als Jugendlicher selbst im Strudel von Drogen, Gewalt und Knast. Nun stürmt er die Hitlisten, wenngleich umstritten wegen der Gewaltbotschaften in seinen Songs und Videos. Kampfflugzeuge jagen junge Einwanderer in Berlin. Sinnbild für eine Umwelt, die viele von ihnen als feindlich empfinden. Er predigt nicht Gewalt, sagt Bushido, er spiegelt sie nur. Sein jüngstes Video, diesmal Polizei auf der Jagd. Gewalt als Popkultur, Lebensgefühl einer Parallelgesellschaft. Zum Schluss obsiegt die Gewalt über den Rechtsstaat. Vom Rande der Gesellschaft nun steil auf dem Weg nach oben. Ein Künstler und Geschäftsmann. Bei einer internationalen Plattenfirma unter Vertrag mit eigenen Geschäftsräumen in einer Kreuzberger Fabriketage. Viele Jugendliche aus Einwandererfamilien zählen zu seinen Fans, aber auch rechtsextreme Skinheads. Man darf diese Leute, egal ob es jetzt Ausländer oder Glatzen sind, nicht das Gefühl geben, dass sie nicht dazugehören. Weil je länger die Gesellschaft Kriminellen oder halt einfach Andersdenkenden das Gefühl gibt, irgendwie nicht dazuzugehören, sehen diese Gruppierungen keinen Sinn darin, irgendwie mitzumachen. Folge? Folge, die leben nach ihren eigenen Gesetzen. Nie wieder, wieder im Bau, nie wieder auch nur eine Minute in Einzelhaft, nie wieder arbeiten gehen von 1 bis 8. Jugendstrafanstalt Berlin. Die Mauer um den Zellentrakt, der Martins zu Hause war und bald auch wieder sein wird. Hier muss er demnächst die Haft antreten. Strafe, die laut Gesetz nicht vergelten soll, sondern erziehen. Doch den 19-Jährigen schreckt Gefängnis wenig. Bereits zum 4. Mal wurde er zu einer Jugendstrafe verurteilt. Lässt mich kalt aus dem einfachen Grunde, da ich war schon mal hier, ich kenne die Regeln, ich weiß, wie ich mich hier drin zu verhalten habe. Mich lässt noch aus einem anderen Grund kalt, weil ja, seit meinem 7. Lebensjahr war ich sozusagen eingeschlossen. Ich hatte nie irgendwie Chance gehabt, wirklich frei zu sein. Das stört mich nicht weiter. Martins Ruhm eilt ihm voraus. Schmalzbubi rufen sie ihn. Den Gangsternamen gab ihm eine Zeitung. Was los, Oma? Schmalzbubi! Ramadan, du lebst ja immer noch! Hast du Strafe bekommen? Ja, 3 Jahre. Deine toten Hurensohn! Gefängnis soll erziehen? Was macht das? Wie sieht das wirklich aus? Ja, erziehen, das ist übertrieben. Erstens kann dieses Gefängnis überhaupt nicht erziehen, weil dafür zu wenig Beamten da sind. Und so gut wie immer nur Einschluss ist, das ist ja keine Erziehung, Einschluss. Anzusperren ist keine Erziehung. Also jeder, der hier reinkommt, kommt doppelt so schlimm wieder raus. Jugendhaft, die schärfste Waffe des Jugendstrafrechts. Bisweilen eine stumpfe Waffe und eine zweischneidige zugleich. Ein neuer Sport in Berlins Problemkiezen. Die Handykamera als Waffe. Bilder, die Opfer noch demütigen, wenn ihre körperlichen Wunden längst verheilt sind. Gewalt nicht um einer Brieftasche oder eines Handys willen, sondern zum Zeitvertreib. Spaßgesellschaft ganz unten. Weil die Polizei nach ihnen sucht, Bedingung für diese Aufnahmen, die Schläger bleiben unerkannt. Was ist der Kick dabei? Was ist der Kick dabei? Der kriegt das 100 Mal nochmal zu spüren. 100 Mal, habt ihr gehört? Der muss das schon 100 Mal. Wir wissen, wie stärkst du auf ganz Berlin. Rede, was sinnvoll ist, aber rede nicht. Gewalt als Gruppenerlebnis für das Wir-Gefühl, um sich stark und wichtig zu fühlen. Doch selbst in der eigenen Clique sind die Videos umstritten.
Ach, die wollen sich nur cool zeigen, die wollen Mädchen oder so ein bisschen zeigen. Deswegen, die machen das. Ja. Man soll seine Gewalt für sich behalten, nicht auf dem Video haben.